handelsüblichen Küchenmaschinen nicht zu mixen sind. Dazu gehört zum Beispiel auch Reis. Reis ist so hart, der wird in den meisten Küchenmaschinen einfach nur gedreht, weil er auch ganz glatt ist, gibt keinen Widerstand und deswegen auch nicht zu Pulver verarbeitet. Wir können das mal hier im Vitamix demonstrieren, einfach nur in einer Rohversion. Denn es staubt sehr und es ist jetzt ein ganz, ist wie Mehl, ganz fein, Basmati-Reis, den wir jetzt einfach mit Wasser andünnen können, oder verdünnen können. Mal letztendlich eine Reismilch gemacht. Wir sehen eine wunderschöne Reismilch. Die jetzt als Grundlage für andere Smoothies oder Mixgetränke verwendet werden kann. So, das ist jetzt unsere Reismilch, die wir hergestellt haben, um da ein bisschen Geschmack reinzubekommen und die auch anzudicken, empfehle ich hierfür Erdmandelmehl. Das sind Chufas in Spanischen, also eine spanische Samenart. Das ist keine Nuss, das ist ein Samen, der in Spanien angebaut wird. Und die Erdmandeln sind relativ günstig und haben eine sehr schöne Eigensüße. Und die setze ich jetzt hier mit ein. Das Ganze wird auch dadurch angedickt. Vielleicht ein gehäuften Esslöffel auf diese gesamte Masse. Und dazu, jetzt auch im Herbst, ganz wichtig, sind Feigen. Hier, das sind die Goldfeigen von Keimleben in Rohkostqualität. Da haben ja auch manche Mixer so ihre Probleme mit. Deswegen kommen die hier auch mit rein. Und dann lassen wir das Ganze nochmal auf Highspeed durchrühren. So, das waren jetzt ungefähr 20 Sekunden. Auch hier wieder auf höchster Stufe. Leichte Wärme auch wieder zu spüren. Ich schätze mal so an die 30, 35 Grad, wenn wir jetzt wieder haben. Wir wollen es mal nicht messen. Und Sie können erkennen, mit ein bisschen Zimt noch, ein bisschen Vanillepulver, haben Sie eine sehr angedickte Flüssigkeit. Es ist fast schon ein Pudding. Klar, durch die Feigen, die ja getrocknet sind, haben wir jetzt auch Süße dabei. Durch die Erdmandeln haben wir so einen bisschen erdigen Geschmack mit rein, der aber sehr gut passt. Und der Reis, dieser Basmati-Reis, den wir hier verwendet haben, der rundet das Ganze auch ab. Und ich kann das nur empfehlen als Dessert. Eine außergewöhnliche Mischung, die Sie so in Ihren Gästen wahrscheinlich noch nicht kreiert haben. Guten Appetit!